Hallihallo, herzlich willkommen, liebe Leute, die Nachbarsbauern. Zwei Ahnungslose voller Tatendank, nicht umfallen, liebe Paletten. Im Wald, also zumindest fast im Wald, wir haben hier ein paar Fertigprodukte aus unserem Wald, die wir da geerntet haben, frisch von den Bäumen runter. Die verlade ich gerade auf den Zug und ich glaube, der Gaggi tut Gleiches, oder Gaggi? Hallo? Ja, hallo. Ja, ich verlade nur nicht auf den Zug, sondern auf unseren Sprinter. Okay. Das mit den drei Paletten war gelogen. Da ploppen irgendwie noch immer mehr Papier aus dem Papierwerk raus. Oh, das ist aber schade. Gibt Schlimmeres. Ja. Hier, die eine Palette, die da so in der letzten Folge so ein bisschen abhanden gekommen ist, die habe ich auch schon wieder geangelt. Ja, ist ja, da. Ja. Sehr war gut. Ja ein wilder Flug. Ja, hier ist alles ein oh, wilder nein! Flug. Oh Gott. Tja, ich lade dann mal noch eine Palette mehr auf. Ah ja, okay. Oh. Hätte vielleicht doch Spanngurte gleich drum machen sollen. Und ja. Es einmal so machen, wie es Andi das immer macht. Tja, so ist es halt. Oh, die nächste fällt runter. Nein, nein, komm. Du hältst aber hier fest. Gott. Unser Fertigwandbaum, der war ganz schön ertragreich. Ja. Wird doch hier ein reines Chaos. Ach Quatsch, Sodom und Gomorra. Ja, oder so. So 20.45 Uhr, wir müssen immer noch arbeiten. Gibt es jetzt schon Nachtzuschlag, wenn wir hier so spät noch arbeiten müssen? Glaube nicht. Schweinerei. Mal bei der Gewerkschaft anrufen hier. Wir sind selbstständig, da gibt es keine Zuschläge. Selbst und ständig, ne? Oh. Ja. Ah, jetzt sind es nur noch zwei. Es wird besser. Hey. Also mein Plan, den Zug mal so richtig zu beladen, hat wieder nicht funktioniert. Ich kann die letzten Fertigbauwände trotzdem einfach wieder bloß hinten draufschmeißen. Irgendwie ein bisschen langweilig. Müssen wir das Papier umladen. Ja, jetzt habe ich schon angefangen, die Fertigbauwände draufzuschmeißen. Nein, nicht aufs Dach vom Auto. Das ist schlecht. Wobei das auch ein bisschen unklug wäre, alle Fertigbauwände so hoch zu stapeln wie den einen Stapel. Meinst du? Vielleicht. Muss man ja alles wieder aufräumen. Komm. Uiuiui. Nicht umschmeißen den Kempel. Gleich mal gucken, wie gut die halten, die da so halb runterhängen. Oh, schnell, schnell, schnell. So. Ja, gut. Also an den Hälften der Paletten sind halt einfach keine Spanngurte dann, aber das ist ja nichts Neues, wenn ich verlade, ne? Oh. Von daher. Ja, Gott. Die eine muss noch. Ich meine, theoretisch hätten wir noch Platz auf dem Zug, um es umzuladen, aber es wird halt ist dann, glaube ich, irgendwann wird es ein bisschen affig, oder? Ja. Oh, nein, 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 nein.
Ich habe drei Rollen der Länge nach gerade gemacht. Schon wieder. Wo magst du sowas? Ich weiß nicht, die Paletten mögen mich heute irgendwie nicht. Ja, das haben sie ja bei mir am Anfang auch gemacht. Du musst sie nur erstmal so richtig zusammenstauchen, dann geht's. Achso. Du musst dir mal zeigen, ja, jetzt fliege ich schon wieder. Sag mal, was ist denn das? Jetzt fliege ich auch noch. So, jetzt ist nur die Frage, wo im ist Fliegen die Palette? Liegen. Das kannst aber auch nur du. Kann? Hä? Ist die nächste Palette verschwunden? Hallo? Ah, da im Wasser. Im Wasser. Oh Gott, dann die mal schnell so hier rausbergen. Heute ist wirklich der Wurm drin. So. Hat niemand gesehen. Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen abenteuerlich beladen aussieht. Oh, wieso ist da? Hä? Wo ist die jetzt hergekommen? Hä? Keine Was machst du denn? Oh. Das hört sich alles sehr wild an, was du da. Ach, nicht schon wieder. Ist gerade ein bisschen komisch alles hier. So, jetzt aber. Jetzt alles fest. Trau mich nicht hier, weil ich muss das von Hand kontrollieren. Ja, irgendwie ist heute der Wurm so ein bisschen drin. Der Holzwurm? Ja, der auch. So, das ist jetzt aber alles fest. Der ist auch fest. Gut. Würdest du Dann mal gucken wir lassen? Mal, ob wir irgendwie nach Hause kommen. Bis Kier ist wieder hier unten längs zu fahren. Vielleicht ein bisschen überbreite. Oh. So, also. Oh ja, da drüben steht auch noch eine Fertigband. Und dann stehen hier noch drei einzelne Paletten um. Schmeißen wir da auch noch irgendwo drauf. Ja, aber der Zug ist trotzdem gut voll geworden. Also, krass. Na, guck mal. Ich habe 14.000 Karton und 16.800 Papier dabei. Und das ist auch nicht schlecht. Ja. So. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt ist doch schon wieder so eine kleine Scheißplatte gespawnt. Ist ja nicht dein Ernst jetzt. Hallo Sägewerk. Hallo. Ui. Wieder hängen geblieben. Bist du da? Ich gleich. Cool, kannst du dann den Zug so ein kleines Stückchen vorfahren? Ich muss erstmal hier irgendwie mit meinem Wagen hier über die Gleise kommen. Ich bin vielleicht ein bisschen schwer beladen. Ich bleibe irgendwie an gefühlt jeder zweiten Schwelle hängen. Ja. Hallo. Was? Zug vorfahren? Ja, aber ich würde vorher die Spanngurte nochmal lösen, wieder dran machen.
und sachte vorfahren. Warte mal, zweiter Wagen. Ach, jetzt. Ich hoffe, dass die Spannkurve jetzt dran sind. Gut, er zeigt es mir an. Warte mal, wir machen das sachte Vorfahren, mache ich ganz sachte. Nur sagen, wie weit. Okay, passt eigentlich schon. Das sanfte Vorfahren war Tempomat mit 1. Palette war... Warum? Warum? Kannst du die mal wegheben da bitte kurz? Danke. Ich glaube, ich fahre einfach mal mit meinem tollen Papierwagen schon mal weg. Ja, mach das. Ich bin gleich da. Ich muss hier noch 2 Stapel hier verladen. Jetzt muss ich mal gucken, ob jetzt fahre ich, glaube ich, hier durch. Sonst komme ich da drüben wieder nicht weiter. Oh, das sieht aber auch sehr abenteuerlich beladen aus. Ja, die eine, die ist so am Runterfallen gewesen. Ich habe gerade noch die Spanngurte dran bekommen. Oh. Die hält, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das ist wohl wahr. So. Gibt's nochmal Kohle? Nein, ach komm. Das ist doch jetzt Kacke. Jetzt habe ich die 2 Paletten dazwischen die Waggons reingeworfen. Jetzt schmeiße ich die jetzt rauf und auf. Macht mal bitte alle ganz kurz die Augen zu. Das habt ihr nie hier auf diesem Kanal gesehen. Das hat es hier noch nie gegeben. Gut, und dann baue ich noch die eine Palette Fertigbauwände da vorne. So. So nice. Es wird langsam. Oh. Könnte ich doch eigentlich jetzt schon mal kurz runtergehen und die Fassfabrik kaufen? Ja. Aber dann du kannst auch noch... Du kannst doch kurz da bleiben, Gacki. So, willst soll. Nee, du fährst. Ich guck nur zu. Warum guckst du nur zu? Ich hab mein beladenes Ding gefahren und dann fährst du dein beladenes Ding. Erst die großen, dann die kleinen Buchstaben, Gacki. Der zweite ist dann. Okay, machen wir alles weg. So, Tempomat auf 5 km/h in die andere Richtung. Ach so, Es geht leider nicht. Ja, das ist natürlich Kacke. Da bräuchte man dieses, heißt das Enhanced Vehicle Dingsbums? Ach nee, halt nicht. Noch? Da ist eine Palette gefallen. Eine Bretterpalette. Und die da oben bewegen sich. Oh! Da sind ein paar Fertigbauwände abgestürzt.
Vielleicht kannst du ja da noch auf dem Zug irgendwo mit drauf. Hä? Wo kommt die jetzt hergeflogen? Okay. Irgendwie ist das nicht mehr so hoch beladen wie vorher. Ich weiß gar nicht, warum. Auch nicht verstehen. Jetzt ist ja eh schon alles unter, was, naja, bis auf die eine hier, aber... Wo ist hier das rote X? Oh, 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 da kommt schon wieder eine Palette geflogen. Ja. Wo? Hier, diese eine hier? Hier oder? Liegen drei Stück rum. Also hier ist eine Fertigbauwand. Au. So. Oh. So, dann sind es noch die, die da vorne liegen. Achso, wir können hier schneller laufen. Wo habe ich das hingelegt? Was war ein schneller Laufen? V. Ich werde immer langsamer. Ah, hier. Wenn wir ganz wild wären, könnten wir sagen, wir könnten gleich den Kredit komplett zurückzahlen. Schon. Aber da haben wir ja wieder nichts. Ja. Dann hier. Ach ja. So. Kannst du so schnell laufen mit der Palette in der Hand? Bei mir spackt die Palette jetzt schon voll um bei dreifacher Geschwindigkeit, ohne dass ich einen. Ich habe auch dreifache Geschwindigkeit. Also mit Palette tue ich aber nicht rennen. Da tue ich normal laufen. Mit dreifacher. Okay. Dann geht es aber gerade so noch. Ja. Da tut sie dann auch schon halb im Kopf hängen immer. Ja, ja, genau. Das hatte ich auch gerade eben. So, war das noch eine? Ja, eine Fertigbauwand liegt hier noch. Und noch eine Beta-Palette. Ja. So kann ich die. Ja? Ja. Nimm die Fertigbauwand. Immer diese Experimente hier. Ich habe mir gedacht, ich schieb sie dir ein bisschen entgegen. Dass du nicht so weit zu laufen hast. Ach so. Denn ich hab ein Bett vorm Kopf. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt aber noch schnell hier nach unten. So. Fassfabrik. 460.000. Ja. 460. Oh, ja. Zack. Das war so. Gucken wir mal, was wir hier brauchen. Fassfabrik. Eine Palette, lange Bretter wird schon wieder hier stehen. Lange Bretter und Metall brauchen wir. Ja, das ist jetzt auch nicht so exotisch. Das heißt, wenn so. Wir jetzt eh, ich denke mal, wir spulen gleich, dann ist eh am nächsten Morgen einiges da. Wollen wir noch schnell den LKW kaufen in der letzten Minute? Komm, ich kaufe den mal. Kannst du machen. Ich stehe schon hier unten beim Shop. Hier, der hier. Aber ich mache die ganzen ersten komischen Extras erstmal raus. Ne? Luftleitbleche so. Und den ganzen Krempel. Kleine Motorisierung. Mach doch gleich groß. Wir haben doch jetzt Geld. Der kostet aber 204.000. Das sind 67.000 die große Motorisierung. Na gut, dann erstmal die kleinen, dann gucken wir mal, wie er es sich macht. Und aufrüsten kann man ja immer noch. Und vielleicht ist es ja da genauso wie beim Kubota.
Das, ja. Und dann kaufe ich noch einen Timberrunner. Ja. Weil, also dann würde ich, bevor wir den, die große Motorisierung holen, würde ich jetzt lieber nochmal einen zweiten LKW holen. Aber wir wollen ja den Radlader eigentlich auch noch, ne? Aber ja. Ich würde sagen, wir mieten ihn erstmal. Wir gucken uns das erstmal an, ja, oder? Komm, dann miete ihn doch jetzt noch. Dann können wir in der nächsten Folge mit den Sachen spießen. Mieten 19.000 Euro die Stunde. Nee, wobei, nee, miet ihn mal noch nicht. Miet ihn noch nicht. Ja, weil am nächsten Tag werden wir vorspulen, genau. Ne? Genau, ja. Genau deswegen. Sehr gut. Okay, ja, ich bin dran, ne? Ja. Ja, du bist dran. Ja, das war's von dieser Leute, liebe Leute.